Ihr wisst ja, dass der Toni zuerst das Falkenjagd bekommen hat zum 50. Und als wir über die Ausstattung geredet haben, war eigentlich die Bremse kein Thema. Toni fährt die Shimano XT und ja, die Bremshebel sind schwarz, aber das war ein bisschen später. Er hat zwei Bremszylinder, die ja wirklich auch super bremsen. Und Toni war sehr zufrieden, bis der Andi, also der Dr. Andreas Kirschner, gesagt hat: Simone, was magst denn du für Bremsen an dein Fahrrad? Ja, weil es ja um die Farben ging und so. Ich wollte eigentlich grün, aber war nicht so viel Auswahl. Und dann hat er gemeint, weißt was, ich mache da rote Bremsen drauf. Ich habe also ein anderes Fabrikat, das nennt sich Hope. Und das Produkt ist Tech 3. Und ich habe 4 Bremszylinder an der Hope-Bremse. Und eigentlich ist das gar nicht so wichtig für mich, sondern die Farbe ist ausschlaggebend. Das schaut natürlich richtig cool aus mit dieser Bremsscheibe in Rot und da ist der Toni täglich neidisch auf meine schöne Hupe-Bremse. Ich kann nur sagen, Rot ist die Farbe der Liebe. Ja, und die ist natürlich auch schöner zu bremsen, das muss man auch sagen. Wir haben es also, wie wir vom Großglockner nach Heiligenblut runtergefahren sind, haben wir mal gewechselt. Und diese Hupe-Bremse, ich sag's euch, das ist der Hammer. Aber meine Shimano, mit der kann man also auch ganz gut fahren, das passt schon. Aber sie schaut einfach nicht so gut aus und bremst nicht so gut.